Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog-Eintrag heute. Heute habe ich gar nicht so viel Zeit. Habe eigentlich einen Arsch voll Arbeit. Aber ich muss mal schnell Sport machen. Mehr nach dem Intro. Ich bin ja mittlerweile in diesem Trott, dass ich fast jeden Tag Sport machen muss. Also mindestens mal jeden zweiten, sagen wir mal so. Und wenn ich das nicht mache, da fühle ich mich irgendwie kacke, unausgeglichen, irgendwie so. Und deswegen, weil ich wenig Zeit habe momentan durch die Arbeit, alle kommen von allen Seiten und wollen irgendwas, habe ich mal jetzt bei der Mittagspause gedacht, da laufe ich mal schnell. Mal ein 8 Kilometerchen oder so und dann bin ich wieder glücklich. Das mache ich jetzt gerade. So 600, 700 Meter habe ich schon. Richtig gut. Ich habe jetzt gut meine 2 Kilometer schon voll. Lauf natürlich weiter, ist ja klar. Ich wollte aber nochmal anregen, jeder von euch, also auch du da vorne vor dem Tablet, vor dem Handy, vor dem Bildschirm. Auch du kannst Sport machen. Und wenn es nur ein bisschen ist, beweg dich ein bisschen. Beweg dich, es wird dir gut tun. Darüber hast du schon lange nachgedacht. Gibst du schon lange nachgedacht. Und mach es einfach. Mach es jetzt. Mach es nicht morgen oder nächste Woche. Jetzt die Schuhe anziehen. Jetzt Liegestütze anfangen. Jetzt Sit-Ups. Oder irgendetwas anderes. Hauptsache, du machst etwas. Und mach es heute, mach es morgen, mach es übermorgen. Und dann mach eine kleine Pause. Und dann wieder in 5 Tagen. Ja, das wollte ich mal loswerden. Los jetzt, runter von der Couch, mach Sport. Bin jetzt bei gut 5 Kilometern für heute. Läuft gut. Ich habe heute auch eine ganz andere Motivation als manchmal. Manchmal könnte ich kotzen nach 3 Kilometern. Aber heute läuft's gut. Ich weiß, ich will meine 8 schaffen. Und das ist so ein Mittagsausgleich. Und die letzten 3 Kilometer werde ich noch runterreißen. Die Temperatur ist auch super. Wir haben so ungefähr 15, 16 Grad. Das ist super zum Laufen. Ist nicht warm, ist nicht kalt. Deswegen läuft es heute eigentlich ziemlich cool. Ja, die letzten 3 Kilometer reise ich schon mal runter und dann melde ich mich zu Hause wieder. Jetzt bin ich zu Hause angekommen. 8 Kilometer habe ich hinter mir. Relativ locker, naja, wie locker man halt sein kann nach 8 Kilometern. Aber ich habe es geschafft, Mittagspause ist um. Gut 55 Minuten habe ich gebraucht. Nicht schnell, aber ich habe es gemacht und das ist wichtig. Machen, machen, machen. Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Sportvlog.